Der Arnold wird erwachsen und hat sich gleich mal eine wunderbar schöne Kappe aufgesetzt. Oh, auch. Oh, nicht schlecht hier. Wohlstandsschaffer. Wohlstandsschaffer. Ja, aber die Werte sind zu schlecht. Tut mir leid, lieber Arnold. Da musst du jetzt durch. Du wirst enterbt. Hat sich der so viel Söldner jetzt geholt? Oh, 800 Söldner geholt. Deswegen. Ich warte mal kurz das Verschifft ab. Und dann schauen wir mal, ob das vielleicht nicht doch klappt. So. Daumen drücken für die gute Dame, die immer noch bauchfrei rumläuft, seit sie 9 Jahre alt ist. Ja. Shit, jeder weiß, dass wir es waren. Oh. Wir sind leider zum Mörder geworden. Oha. So, dafür ist hier immer noch das Bündnis da. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Wer ist denn hier für das Bündnis verantwortlich? Die zwei Grummelpeter hier. Ah, 95 nochmal. Jetzt ist eh schon wurscht, eigentlich. Wir morden uns jetzt hier überall durch. Es ist eh schon wurscht. Was mir mehr Sorgen macht, ist das hier. Also eigentlich müssten wir gewinnen. Er hat den einzigen Bonus, ist die Verteidigung über die Meerenge. Die kann ich leider nicht wegnehmen. Wir haben einen guten Anführer drin. Mehr Kriegsvolk-Konter. Ich meine, führt ja eh keinen Weg daran vorbei. Die Frage ist nur, sollen wir jetzt dann noch... Wir könnten natürlich dann jetzt ganz schnell Söldner kaufen. Und die Söldner dann für den Krieg hier oben auch noch verwenden. Wenn jetzt alle Stücke reißen. Oh, als Ratskanzler. Ich will eigentlich nicht als Ratskanzler hier rein, guter Mann. Ich will eigentlich als Verwalter rein. So. Ratskanzler. Also bitte. Aber wir brauchen ja ewig und 3 Tage, bis wir hier rüberkommen. Oh, das klappt nicht. Oh, enttäuschend. Dann müssen wir nochmal rüberkommen. Wie geprügelte Hunde laufen wir davon. Malediven. Knackiger. Oh, wisst ihr, wieso der stehen bleibt? Das kann natürlich auch sein, aber der hatte jetzt doch, der hat ja so viele Truppen. Könnt ihr mir vorstellen, dass die KI vielleicht vorab schon checkt, ob sie überhaupt eine Chance hat, hier anzugreifen? Und vielleicht sogar weiß, dass hier Truppen dann Söldner oder so stehen? Oder gekauft werden? Und die dann deswegen gar nicht rüberfahren, weil sie eh keine Chance haben. Vielleicht liegt es daran. Ah, das war jetzt sehr enttäuschend, dieser Kampf. Das heißt, wir werden... Ich lasse die mal hier stehen. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht gleich wegschnabuliert werden. Wir werden hier Truppen ausheben. Und zwar 466, 1700, das müsste reichen. Oh, Kriegselefanten wären natürlich auch ganz nett. Das ist der günstigste Preis, definitiv. So, dann bringen wir euch hier rüber. Toaster sagt, das wird schon. Nun. Hat nicht ganz so geklappt, wie gewünscht. Wichtig ist nur, dass er jetzt hier nicht angreift. Bleibe er stehen hier. Und lasse er uns hier erstmal in Ruhe sammeln. Und dann soll es jetzt kein Problem sein. Und wir werden dann gleich die Truppen auflösen und dann wahrscheinlich die hier nutzen. Für den Krieg gegen dich. Jetzt ist hier schon wieder Kohle da. Jetzt ist hier schon wieder Kohle da. Wann ist das Mordkomplott durch? 7 Monate? Wir werden das noch abwarten, das Mordkomplott. Es ist eh schon wurscht, ne? Nein! Da fliegt's auf, das Komplott.
Aber wir haben immer noch 38. Ah, es ist zu. Für 50. Wir haben leider keine Kohle mehr, um noch mehr Leute einladen zu können. Vor allem nicht für diesen, für diese Erfolgschance hier. So den 82er oder so, wenn ich den einladen hätte können, da hätte es Sinn gemacht. Aber das ist natürlich jetzt enttäuschend. Sind 38% fast 100%? Können wir mal kurz gucken. Bei der Dame hier drüben, ne? Das sind ja beide verantwortlich für das Bündnis. Aber bei der Dame hier war es ja noch schlechter. 6 Jahre. Es ist ja eh schon wurscht, oder? Es ist doch wurscht. Leute, wir sind bereits als Mörder gebrandmarkt. Was soll der Geiz? Wurscht. So, 2900 warten auf den, auf die Schlacht hier. Eine Allianz hat er jetzt nochmal gebildet, der Lump. Aha. Ja, 500 Truppen hier drüben. Aber dadurch, dass er jetzt verprügelt wird, ist es kein Problem. Okay, liebe Leute. Der... Oh, ein zweiter Krieg steht an. Wir werden natürlich uns nicht einkerkern lassen. Rohan bleibt frei. Hohoho. Mal schauen, ob es diesmal klappt. So. Ich glaube, es liegt diesmal daran, dass er weiß, dass wir eine Unabhängigkeitsfraktion machen. Also abgelehnt. Auf in den Krieg. Die Unabhängigkeitsfraktion schlägt zurück. Leider sind wir da alleine in der Unabhängigkeitsfraktion. Auf in den Krieg. Erstmal das hier fertig machen noch. Da kommt sein Bündnispartner hier oben. So, wir werden mal hier, ich hoffe, er hat nicht großartig jetzt hier eine dicke, fette Burg drinnen. Eine Dreierburg. Wir haben ja mittlerweile hier die Belagerungsgerätschaften. Eine Intrige im Zerfall. Mein Ratsspitzel tritt bei Hofe ungewöhnlich förmlich an mich heran. Mein Fürst, ist euch vielleicht einmal der Gedanke gekommen, dass Komplotte im Verborgenen nicht der beste Weg sein könnten, eure Ziele zu erreichen? Oh Gott, es scheint, als würden sämtliche in das Mordkomplott versteckte Agenten nicht mehr auf meine Korrespondenz antworten. Oha. Rohan steht kurz vor dem Fall. Fünf Prozent nur noch. Okay, wir machen mal das hier weg. Aufgeben. Achso, hätte er jetzt eh aufgegeben, das Komplott. Weiß nicht, dass er uns den Mordversuch hier übel nimmt. Sind wir eigentlich immer noch im Rat aktuell? Im Lehnsrat, weil ich hier immer noch so positiven Wert habe. Nee. Er soll uns jetzt hier nicht ständig aufhalten, Mensch. 1700 hier oben, 1100 kommen hier nochmal. Wir müssten eigentlich Richtung Hauptstadt gehen. Wir haben aktuell keinen Bündnispartner. Ah, das ist schon mal nicht schlecht jetzt hier. Vielleicht, dass wir dich jetzt gleich noch verkaufen, guter Mann. Ah, 10 Gold. Und er wird nicht mal annehmen. So, wie lange? Jetzt hör mal auf, mich ständig anzugreifen. Wir müssen ja belagern hier, guter Mann. Wo war Gondor, als die Westfurt fiel? Ja, nicht in Rohan. Oh, jetzt belagert er hier die Hauptstadt. Das ist sehr schlecht. Das ist eigentlich das, was ich immer machen möchte. So, einmal kurz Maledivenurlaub abbrechen. Bitte kommen Sie zurück. Es gibt hier Stress momentan. 2800. Wir haben jetzt 222. Jetzt pass auf. Wenn wir die Tigerkompanie noch kaufen würden, dann sind wir ungefähr gleich auf.
Wir machen das mal so. Wir sind halt einverschifft dadurch. Ist eigentlich unser... Ja, er ist schon hier. Die Tigerkompanie bringt uns 879. Dadurch kommen wir ins Minus. Können wir die Vasallen noch erpressen? Im Oktober erst. Haben wir hier nicht genügend Truppen, um zu kontern? Die schwere Infanterie wird gekontert. Ja, vielleicht, ne? Es wäre ein Versuch wert. Wir müssen jetzt auf alle Fälle erstmal rüberkommen. Müssen unsere Dings loswerden. Und eventuell kann ich eigentlich selber die Truppen anführen, mal eben. Damit wir hier... Damit wir hier nicht gefangen genommen werden. Wo bin ich denn hier? Wenn der fertig ist mit der Belagerung. So, meine Güte, das dauert ja ewig, bis wir hier unterwegs sind. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Auf den Hügel. Wir müssen warten, bis die Verschiffung weg ist. Ah, der Wenzel. Wenzel wurde gefangen genommen. Jetzt pass auf. Also, folgender Plan. Er kommt jetzt zu uns, der Lump. Der Lump kommt zu uns. Wir warten hier oben auf dem Hügel. Wir warten. Wir haben verschifft, haben wir noch 4 Tage. Das passt. Er kommt an in 6 Tagen. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Vorzug wählen. Einnahmen im Krieg erhöhen. Das ist richtig gut. Und ich mache mal ein bisschen langsamer, damit ich die Tage nicht verpasse. 5 Tage. Bewegung ist gesperrt. Das heißt, jetzt wird hier getrickst. Können wir noch Truppen ausheben? Ich weiß gar nicht, ob da noch was rauskommt oder nicht. Aber das letzte Quäntchen wird noch rausgedrückt. Dann, die Tigerkompanie wird zu Ordnung gerufen. Einmal bitte anwerben. Und jetzt möchte ich mal sehen, was da jetzt passiert, liebe Leute. Wir werden natürlich nicht mehr selber anführen. Der ist leider nicht mit dabei. Ich nehme mal das hier raus, Leute. Dieses, wir haben jetzt hier den Malus mit Sammelt Armee. Das ist natürlich Quatsch. Hallo? Und wir haben immer noch verschifft. Das ist jetzt aber in 2 Tagen weg. Er kommt an in 4 Tagen. Also das ist nicht mehr dabei. Er hat einen besseren Armeebefehlshaber und wir haben halt Schulden. Aber ich habe leider keinen besseren. Oh, doch. Da ist doch einer. Ah. Immer noch nicht gut genug, aber das klappt jetzt. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann keine Ahnung. Alles gut. Alles gut. So, wir müssen... Oh, wir müssen mal kurz die Malediven abgeben. Wer bekommt denn die Malediven, liebe Leute? Der Arnold. Der Arnold kann das ruhig bekommen. Wobei wir den Arnold fast vorher... Oh, wir könnten ihn zum Gelübde auffordern. Okay, der Arnold wird zum Gelübde aufgefordert. Dann spart uns das Prestige und Bekanntheit. Und es reicht nicht an Frömmigkeit. Pilgerreise geht erst in 5 Jahren wieder. Wenn ich dich enterbe. Wir müssen mal kurz einen Nebenkriegsschauplatz aufmachen. Mit dem Arnold. Ich will ihn halt nicht einkerkern, weil wir dann wieder Tyrannei haben. 300 Prestige, 150. Uns fehlt es noch an Bekanntheit. Da hätte ich ja fast jetzt gesagt, wir lassen es drauf ankommen, liebe Leute.
Und in 5 Jahren gehen wir nochmal auf Pilgerreise, wenn ich daran denke. Das heißt, die Malediven bekommt jetzt aber nicht der Arnold, weil der da einfach ein bisschen dann zu stark wird. Stattdessen die, der, Hedwig, sieht aus wie eine Frau. Hedwig ist ein Frauenname. Hä? Hedwig ist ein Frauenname? Seit wann das denn? Na gut, Hedwig bekommt von uns die Malediven geschenkt. Sie ist ein bisschen besessen, aber okay. Mangels Alternative ist das halt mal so. Sie ist 40 Jahre, sie hat noch ein paar Jährchen Zeit, um hier eventuell für Nachschub zu sorgen. Die Eule war ein Mädchen, meinst du die von Harry Potter? Das war auch ein Mädchen, okay. Aber wir haben schon wieder einen neuen Bischof hier drin. So. Okay, jetzt kommt es drauf an, liebe Leute. Drückt die Daumen. Wenn wir die Schlacht jetzt hier gewinnen, dann müssen wir sofort nachsetzen. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Das sieht ja richtig gut aus. Es wackelt, es zappelt, es hat Luft. Und irgendein Gefangener ist entkommen. Aus meinem Gefängnis. Ich weiß aber nicht wer. Und warum der überhaupt im Gefängnis war. Wir brauchen einen neuen Ratsverwalter. 19 Punkte. Dann können wir wieder auf Geschwindigkeit hochgehen. Dann wir brauchen ein bisschen Prestige. Bayern ist moralisch überlegen natürlich. So, 65. Und wir müssen jetzt hier zurückbelagern. Das heißt, wir müssen hier unten eine Truppe abstellen. Momentan. Damit die hier zurückbelagern. Viehherde, große Viehherde oder 55 Gold. Lieber 55 Gold. So, die 700, die können wir gleich mal schnappen. Bleibe ja stehen. Vielleicht komplett auslöschen. Oh, ja. Okay, 1000 noch hier oben. Kohle ist im Minus. Beide sind wir jetzt im Minus hier. Das heißt, wir belagern hier zurück. 3 Monate, da warte ich jetzt einfach mal mit der kompletten Armee. Weil wir so einen schlechten Kriegsstand aktuell haben. Das kann passieren, wenn die Armee relativ klein ist. Wir haben auch Pferdchen mit dabei, die sorgen nochmal dafür, dass dann quasi bei der Verfolgungsphase mehr Truppen sterben. Und dann kann es schon mal sein, dass so eine Armee dann komplett ausgelöscht wird. So, wo gehst du hin? Da oben ist er. Vielleicht erwische ich ihn noch, wenn er hier verschifft ist. 10 Tage reicht wahrscheinlich nicht mehr. Wenzel ist wieder frei. Das ist schon mal gut. Warum auch immer der jetzt wieder frei ist. So, wir warten kurz, bis er hier rüber geht. Und das müsste es gewesen sein. Wenn uns jetzt nicht noch, wenn der Krieg jetzt länger dauert. Aber selbst dann müsste es gewesen sein. Oh, auch komplett ausgelöscht jetzt. Wir gehen übers. Ah, shit. Na komm, wir belagern hier mal durch. Wir müssen erst hier hoch, hier rein und dann Richtung Hauptstadt. Es sieht gut aus, liebe Leute. Es sieht richtig gut aus. Huiuiuiui. Da werden ja gniznoische Erinnerungen wieder wach. Da hatten wir ja auch so die ein oder anderen seltenen Ereignisse hier. Seltsamen Ereignisse. So, einmal Belagerung. Dauert 6 Monate. Wir müssen nur schauen, ob er jetzt noch... Er kann eigentlich nicht mehr so viel ausheben. Seine Truppen können sich wieder ein bisschen aufbauen. Unsere Söldner werden jetzt über kurz oder lang irgendwann dann wegfallen. Was? Wo wird denn noch belagert? Jetzt hat er 500 hier unten. Ich werde wahnsinnig. Wir teilen unsere Truppen auf.
Die Belagerungsgerätschaften bleiben hier oben. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir lassen... Ja, wir müssen aufteilen, weil es... Weil wenn ihr doch von hier oben nochmal Truppen rausholt, dann brauchen wir hier oben ein bisschen Puffer. Nichtsdestotrotz werden wir hier oben mit dem Belagerer weitermachen. Weil wir Richtung Hauptstadt wollen. Und dann schauen wir mal, dass wir ihn noch erwischen. Die 500 sind für unsere 1500 kein Problem. Er bleibt ja stehen. Das ist sehr gut. Dann einmal hier rein. Wir sind bei 93. Vielleicht reicht sogar die Schlacht hier schon. Ah, 97. Sehr schade. Eine Belagerung noch. Wir müssten nicht mal Richtung Hauptstadt. Wir sind das neue Kulturoberhaupt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was ist denn mit Bayern los? Was ist hier mit Bayern los? Wir sind größer wie Bayern momentan. Moment, hier ist ein Sachse an der Macht. Was ist denn hier los? Wieso ist denn hier ein Sachse in Bayern? Meine Güte, jetzt geht's aber los. Da bist du einmal nicht zu Hause. Da ist der Bayer hier. Herzog Ottokar von der Steiermark hier drüben. Okay, der ist sehr klein. Österreich ist fränkisch. Salzburg ist auch bayerisch. Also Salzburg und Steiermark ist bayerisch. Augsburg ist sächsisch. Hier oben Nordgau. Naja, da ist ja Kraut und Rüben hier oben. Meine Güte, ich sehe schon. Wenn wir hier unten fertig sind, müssen wir im Heiligen Römischen Reich für ein bisschen Ordnung sorgen. Wird ein Anspruch fingiert in Bayern oben und dann dort oben weitergemacht. Das geht ja gar nicht. Können wir denn irgendwie kulturmäßig für uns irgendwas nutzen? Wir haben die Haustruppen schon, das ist gut. Bewegungstempo wäre gar nicht mal so schlecht. Vielleicht in die Erbteilung gehen. Dauert, boah, 59 Jahre. Gar nichts. Moment. Am Ende wieder nach Bayern zurückkehren. Als Zielsetzung. Wir gehen mal hier auf die Erbherrschaft, auch wenn wir das nicht mehr wirklich dann nutzen werden. Ah, da sind wir schon durch. Theoretisch könnten wir jetzt natürlich... das jetzt noch ein bisschen ausnutzen, dass wir hier so... Jetzt ist unsere Ehefrau gestorben. Ich würde gern vielleicht noch hier belagern. Damit wir eventuell den einen oder anderen noch gefangen nehmen können. Und dann Kohle, ne? Vielleicht noch jemand wichtiger. Wie lange dauert das noch? 3 Monate hier. Wir warten mal kurz ab, was hier gemacht wird. Wahrscheinlich will er zurück belagern. Oder auch nicht. So, das heißt, wir lassen hier oben nur noch die Mangonellen und wir gucken mal. Die Mangonellen 550 und ein paar Truppen zurück. So, wir gehen jetzt hier hoch. Und wir kümmern uns um den Rest hier unten. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ne, du bleibst hier oben. Oh, wir erwischen sogar noch die 500 hier. Wie Alexander der Große, nur in die andere Richtung. Ich habe gesehen, dass wir 100% haben, ja. Aber wie gesagt, ich will noch die Hauptstadt machen. Vielleicht erwischen wir noch jemanden, der ein bisschen Gold wert ist. Weil momentan kann... Wir stehen jetzt nicht unter Zugzwang, dass wir jetzt extra noch gleich schnell zumachen müssen. Die Söldner laufen in 50 Tagen ab. Das sollte aber auch kein Problem sein.
wenn wir die hier bei den 2400 verlieren. 25 Tage. Guck dir das an hier. 100 Gold. Na? 100 Money Gold Dings. Wenn er versteht, was ich meine. So, die Söldner sind weg. Das heißt, wir müssen hier um Unterstützung. Ah, okay. Da hat er selbstständig letztendlich jetzt Frieden gemacht. Da kann man nichts dagegen machen. Wir werden unabhängig, liebe Leute. Oh, das ist ja fantastisch. 150 Prestigepunkte erhalten. Leider keine Kohle. Und er wird mächtig sauer jetzt sein. Er wird mächtig sauer sein. Hat keine Truppen mehr. Wir haben leider einen Waffenstillstand für 5 Jahre jetzt mit ihm. Jetzt hätte er nämlich gar nichts, ne? Jetzt hätte er gar nichts. Wir können unterwerfen. Wenn wir genügend Prestige haben. Und das ist doch mal ein Anreiz, den man durchaus fürs nächste Mal ins Auge fassen kann, würde ich jetzt einfach mal sagen.